Das Container aufnehmen. Zum Aufnehmen des Containers das Fahrzeug in einer geraden Linie zum Container positionieren und Nebenabtrieb einschalten. Fahrzeuge mit vorhandener Abstützung sind abzustützen. Ein eventuell vorhandener Unterfahrschutz muss eingefahren sein. Containerverriegelung öffnen. Und den Hakenarm komplett nach hinten bewegen. Kippzylinder ausfahren, um den Schwenkrahmen mit Hakenarm nach hinten zu schwenken. Den Haken zum Aufnahmebügel des Containers korrekt positionieren und einhängen. Durch Einfahren der Kippzylinder den Container aufnehmen. Achtung! Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, ist der Container mit dem zuvor nach hinten abgewinkelten Hakenarm aufzuziehen. Sobald der Container keinen Bodenkontakt mehr hat, Feststellbremse einlegen. Hakenarm nach vorn fahren, sodass der Container noch auf den Ablaufrollen liegt. Containerverriegelungen schließen und die Abstützung, wenn vorhanden, einfahren. Falls erforderlich und vorhanden, den hinteren Unterfahrschutz ausfahren. Nebenabtrieb abschalten und gegebenenfalls die Luftfederung wieder in den Regelbetrieb stellen. Um Unfälle zu vermeiden, ist es abschließend erforderlich, das Fahrzeug mit Container und Beladung vor Antritt der Fahrt zu überprüfen. Die grüne Leuchte an der Kabinensteuerung und der Funkfernbedienung signalisiert die Transportstellung.